Die haben mich schon wieder erschossen. Counter-Strike ist gar nicht so leicht. Jedenfalls nicht für die Generation 40+. Sie sehen, ich irre hier durch die Gänge. Und wenn ich dann jemanden finde, dann müsste ich eigentlich erst fragen, was bist du für einer? Das fällt mir echt auch schwer hier zu erkennen, grün und schwarz. Gucken Sie mal da unten, da liegt schon ein Haufen an armen Kerlen. Ui, ha. Ah! Was denn? Haben Sie jemanden erschossen worden? Nein, ich bin erschossen worden. Counter-Strike gilt seit Jahren als der Ego-Shooter schlechthin. Erwachsene machen sich Gedanken um Suchtgefahr und darum, ob Jugendliche durch exzessives Zocken zu Amokläufern werden könnten. 2 Dutzend Eltern wollen sich deshalb in Hamburg unter medienpädagogischer Aufsicht selbst ein Bild vom sogenannten Killerspiel machen, für das Behörden und selbsternannte Experten immer wieder ein Verbot fordern. Ich glaube nicht, dass das Spiel die Ursache ist, sondern das Spiel ist das, was die Kinder als einziges dann eben noch haben, wenn sie dann keine Freunde mehr haben, dass sie sich dann auf die Spiele zurückziehen. Warum dann jemand dazu kommt, sich tatsächlich eine Knarre zu nehmen, das weiß man ja nicht. Man kann sich auch Elternhäuser vorstellen, wo eben das Gewaltpotenzial schon so angelegt ist, dass solche Spiele vielleicht dazu beitragen, dass Kinder eher mal durchticken. Aber bei uns ist es wirklich mehr so, dass ich Angst hätte, dass unsere Kinder einfach sehr viel vor diesen Spielen sitzen und da das Leben einfach so vorbeirauscht. Ne? So nehmen unbescholtene Eltern für 2 Stunden virtuelle Waffen in die Hand und stürzen sich in den Kampf zwischen Terroristen und Elitepolizei. Das hat seinen Reiz, keine Frage. Warum sind Sie denn heute hierher gekommen? Weil wir einen 13-jährigen Sohn haben, bei dem jetzt die ersten Mal Wünsche auftauchen, auch Spiele zu haben zu wollen oder spielen zu wollen, die eigentlich erst ab 16 sind. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die Einführung in die Zockerwelt gemeinsam mit einer PR-Agentur organisiert. Die Gesellschaft muss stärker auch offensiv dafür werben, dass Eltern eigentlich die Verpflichtung haben, sich Medienkompetenz, medienpädagogisches Wissen anzueignen, weil sie die Verantwortlichen sind. Viele der verantwortungsbewussten Probespieleltern haben deshalb die Computerzeit ihrer Sprösslinge bereits begrenzt. Das sind 3 Stunden pro Woche. Die wird aber meistens diese Zeit gebraucht, um in diesen Communities, Schüler-VZ und so weiter, sich aufzuhalten. Ich nehme an, dass es nicht so furchtbar viel wirklich Spielezeit ist. Aber ich weiß es auch nicht immer alles. Ne? Aber vielleicht setzt sich ja auch die Erkenntnis durch, Ego-Shooter machen noch lange keinen Amokläufer. Und Verbote von Ballerspielen machen diese erst recht interessant.